Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Und wir werden uns jetzt mit den Auserwählten treffen. Wir haben jetzt das Wort Josephs abgegeben bei den New Eden, alle Krishna-Leuten, da wollte ich gerade sagen. Und der Gag dabei ist, wir sollen jetzt sozusagen nachweisen, dass Joseph tot ist. Aber wir müssen erstmal zu den Auserwählten hin, denn wir müssen irgendeine heilige Flamme anzünden und dafür müssen wir die einmal finden. Gucken wir mal, ob wir die finden hier. Ja. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ich weiß gar nicht, wie viele Urteilspunkte wir schon haben. Noch was ausgeben können, wir haben nämlich 6 Stück, also können wir mal gucken, ob wir da irgendwas reinballern können. Himmelstürme, wir können zum Beispiel gleiten, ist natürlich cool, aber ich würde natürlich noch mehr auf noch eine Waffe machen, dann können wir nämlich eine vierte Waffe tragen, was ja wirklich cooler ist, das machen wir. Und danach kümmern wir uns ums Gleiten. Obwohl, Gleiten können wir nicht, fehlt uns noch einer. Gut, holen wir uns noch so einen beschissenen Punkt, Urteilspunkt. Es gibt leider keine Helikopter, das ist wirklich ein bisschen nervig. Autos gibt es, ich glaube, Helikopter habe ich schon gesehen, ich glaube, die kann man später auch bestimmt bekommen, weil es fliegen ja welche hier durch die Gegend. Ich hoffe, dass wir auch eins bekommen, das wäre ziemlich cool. Ein Helikopter, dann kann man auf jeden Fall schneller von Ort zu Ort kommen als dieses hier. In Far Cry 5 war ich fast die meiste Zeit nur mit Helikoptern unterwegs. Zwischendurch mal mit dem Auto, wenn ich Bock hatte, aber eigentlich fast nur mit Helikoptern, denn so, das ging einfach über die Berge und flotter und schneller. So. Zack. So, blöde Tante. Aber du stirbst ja auch nicht, denn ich hab dich gerettet. Ja, sowas wie Vorratslieferung entdeckt. Wo landet die denn? Die müssen wir uns auf jeden Fall schnappen. Da ist das Flugzeug, wo wir sie abwerft. Da fliegt die Kiste. In die Richtung auf jeden Fall erstmal. In diesen irreführenden Zeiten muss ich mich an das Wort halten. Ja, hier liegt noch eine, können wir kurz mal. So. Die Kiste ist unsere. Stirbt das Viech nicht. Jetzt. Gut, dass uns das nicht angegriffen hat. Aber wer weiß, ob es nicht angegriffen hätte, wenn wir jetzt hier gewesen wären. Ach, wir können das gar nicht. Na egal. Wer weiß, ob das so. Vielleicht war es ja auch ein nettes Viech. Man weiß es nicht. Wir plündern mal. So. Haben wir hier was Schönes eingesammelt? Ja, und weiter geht's in die Richtung, ne? Aber wir müssen dran denken, dass wir jetzt natürlich eine vierte Waffe haben können. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall einsammeln. Die nächste Waffe, die wir finden. Das ist schon ziemlich cool, ne? Hauptwaffe. Waffe. Hauptwaffe. Ah, das ist schon ziemlich cool. Fett, fett, fett. So, jetzt versuchen wir mal, die Auserwählten zu finden. Huch. Da gesehen. Okay, dann müssen wir mal schnell hinter dem Baum verstecken hier. Diese Waffe ist einfach so fett. Das ist eine geilere Waffe, gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Man braucht fast gar nicht richtig zielen. Einfach nur in die Richtung so ein bisschen halten. Nehmen wir ein bisschen. Hier haben wir noch eine Waffe, die können wir mitnehmen.
Was war's denn? Lauf mal weiter. Jetzt müssen wir aber mal da hinkommen, weil man lässt sich immer so leicht ablenken. Ich sag's ja, es nervt mit dem Ablenken, weil man hier so viel machen kann. Man wird förmlich erschlagen zu Beginn des Spiels. Aber ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da auch mal echt mal hinkommen, weil langsam wird's wirklich nervig. Ah. Ich liebe diese Waffe. Die ist einfach so geil, echt. Ein bisschen übermächtig, muss man sagen. Aber ein Highlight. Ich brauche eine bessere. Ich brauche definitiv auf jeden Fall eine bessere Sniper. Das nächste Mal, wenn wir es schaffen, versuchen wir eine neue zu bauen. Mein Gott, das ist so weit dahin, echt. Ich hätte euch das gerne erspart, den Weg, aber ich finde, man soll ja beim Spiel auch alles sehen und nicht nur das Angenehme. Hier finden wir ja gleich ein Auto oder sowas. Portiere. Oh. Ein bisschen Fleisch mit und so. Denn das können wir ja machen. Guck mal, da oben ist die Statue, die wir im anderen Teil zerstört haben. Das war echt ziemlich cool. Schon mit dem Helikopter habe ich die zerstört. Wir gehen mal dahin und versuchen mal. Die sind ja auch fetter, die Waffe. Versuchen da auf jeden Fall mal die Leute zu finden. Aber, oh, hier, guck mal, da ist ein Wanderer. Den können wir vielleicht gucken. Vielleicht können wir ein paar Waren tauschen bei ihm oder kaufen. Hallöchen, Rucksack-Theorie. Diese Schlacht haben wir um Haaresbreite gewonnen. Wir wollen tauschen. Was gibt's so? Infokarten. Karte der Federnvorräte. Okay, gegen Ethanol. Zahnrädervorräte. Panzertapevorräte. Braucht man das? Braucht man das nicht, ist die Frage. Ach komm. Lass mal ruhig kaufen. Und die nehmen wir auch gleich mit. Kann ja nicht schaden, alles mal irgendwie aufzurüsten. Beute eintauschen. Was willst du meins haben? Perfekt. Gut. Na dann, viel Spaß damit. Danke. So, jetzt haben wir mehr Vorräte von diesem anderen da gefunden. Können wir hier was klauen? Nein. Gut. Ah, ist schon mal ein Stückchen da. Oh, da hinten ist hier so ein Assi. So. Ah, verdammt. Oh, shit. Eieiei. Eine Kiste. Bei dem Vorratshaini können wir auf jeden Fall mal plündern. Hier haben wir ordentlich Sachen gehabt. Ah, hat sie selber geschafft. Sehr gut. So, und wir haben den Vorteil. Hier. Schade. Ich dachte, wir könnten schön so ein. Na gut. Aber wir haben den Vorteil, dass wir jetzt auf jeden Fall hier. Deren Wagen nehmen können, was natürlich für uns sehr praktisch ist. Und lass uns damit hochfahren, oder?
bisschen querfällt. Einmal der Kiste hier. Oh, ich kann nichts sehen. Ah, okay. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. So, die Auserwählten. Mal gucken, was die machen. Die Musik wird nicht besser gerade. Wir müssen ja eh da hoch. Das ist ein Wagen mal da unten. Ich weiß nicht, wie man da am besten hochkommt, ist die Frage. Wahrscheinlich hier über die Schanze. Und dann den Berg da hoch. Na. Nicht so clever. Oh, hier geht's runter. So, was kann sie uns denn anbieten da? Wahrscheinlich irgendwie so ein Angelshop oder so? Gibt's hier irgendwas zum Angeln? Hol uns die. Ich hatte mal einen, der hier in der Nähe verschwunden ist. Er war besessen davon, in einer Höhle am Fluss zu leben. Ich vermute, der arme Teufel ist tot, aber sein Zeug ist sicher noch da. Wenn du es findest, gehört's dir. Warum suchst du es nicht selber? Okay. Also wir könnten ein bisschen Schatzsuche spielen. Aber wir wollen jetzt erstmal da hoch, glaube ich. So. Einmal zu den Auserwählten. Ja, komm, wir gehen zu den Auserwählten jetzt erstmal. Schatzsuche machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Hallöchen. Tja. Oh, hier. Na? Also campen möchten wir doch ja auch hier nicht, ne? Wenn du weißt, dass hier nur Chaoten sind und alle jeden und jeden umbringen wollen hier. Und hier irgendwo mit der Kletterhaken hoch vielleicht. Schaut nicht so aus, ne? Wir müssen den Weg gehen hier. Wir sind außenrum, glaube ich. Na gut, aber wir müssen halt die Auserwählten finden. Die werden uns ja irgendwann vielleicht mal helfen. Den Weg hier hochfinden. Was? Wichser! Können wir vielleicht mal. Hi. Naja, schießt immer nach oben in die Luft. Du schießt einfach schon auf dem Adler da. Wie geil ist das denn? So. Wir kommen jetzt langsam hoch. Oh, hier sind wir noch mit. Wie hochklettern? Yes, endlich mal was Nützliches. Guck mal da. Na los. Hier hoch. Na komm, das schaffst du locker. So, hoch da, hoch da, hoch da mit deinen zarten Hüften. Ist auch ein Fett, wie man den Kletterhaken hochwerfen kann, oder? Ich glaube, ich hätte weiter unten sein sollen. Ich sehe gerade, der Pfeil ist ein bisschen verkehrt von mir, aber naja.
die Richtung ist auch gut. Wahrscheinlich hier drüben. Da unten. Du bist hoffentlich kein falscher Messias. Oh. Okay, tausch mal ein. Die ganze Familie spricht über dich. Die Heuschrecken haben jetzt Angst vor dir. Stehst du hinter dem, was du tust, oder ist das alles nur Show? Du bist nicht von hier und du bist ein Sünder. Ich erkenne dich erst dann, wenn Joseph dich anerkennt. Okay. Aber wo ist Joseph? Tut mir leid, dass die Zwillinge euch angegriffen haben. Warte auf die Auserwählten, okay. Hallo? Mit wem reden hier? Okay. Da kommt hier keiner. Stunden warten. Edens Feuer, warte auf die. Okay, sollen die jetzt hier kommen oder was? Stehst du hinter dem, was du tust, oder ist das alles nur Show? Du bist nicht von hier und du bist ein Sünder. Ich erkenne dich. Was soll ich denn machen? Hä? Warte, wir warten noch hier. Warte auf die Auserwählten, Schilder. Sind das die Auserwählten da? Stimmt nicht, ne? Ist einfach so ein Typ, der hier rumwandert. Muss schlimmer sein, als sie zugeben, wenn wir mit Joseph C. zusammenarbeiten. Okay, ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Wirklich nicht? Nur darauf warten, ist immer schon langweilig, ne? Entzünde die heilige Flamme wieder, um den Mitgliedern von ihnen in den Beweis zu stellen. Warte auf die Auserwählten. Ich hätte jetzt gedacht, dass die beiden die Auserwählten sind. Lebenserfahrung und Gott persönlich haben Joseph zu unserem Anführer gemacht. Unsere Familie braucht ihn. Ethan tut, was er kann, aber tut mir leid, ich sollte nicht weiterreden. Warte auf die Auserwählten. Ich hätte gedacht, sind die beiden da? Bin ich in der Nähe von dieser blöden Statue, oder? Zack. Joa. Also müsste das doch jetzt... Da ist die Statue, ne? Aber wir können ja nicht weitermachen, wenn uns die Quest hier nichts anbietet. Hm? Also das Einzige, was wir machen können, ist natürlich, wir können mal kurz die angreifen.
War bestimmt nicht gut. Aber es passiert ja leider auch nichts hier. Das ist auch vielleicht dumm, ihn abzuschießen. Kann ich noch schnell heilen. Ich verstehe es nicht. Das ist ja dumm, wenn man da warten soll, aber es passiert nichts. Und wir beleben dich mal wieder. Du wirst erwartet. Ah, okay. Okay. Viele haben versucht, die Flamme von Eden zu entzünden. Sie alle sind gescheitert. Viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade. Unsere einzige Chance, gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen, ist, sie heimlich und mit List auszuschalten. Wir haben eine Waffe mitgebracht, die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist. Bitte ziehe sie in Betracht. Die Auserwählten werden dir helfen. Nun folge mir. Okay, habe ich wahrscheinlich meine beiden Partner da erschossen, die mir helfen sollten. Ich folge dir. Ja, das ist die richtige Waffe für diesen heiligen Auftrag. Okay. Scheiße. Schon dumm von mir, ne? Naja, egal. Die beiden können uns euch wohl nicht mehr helfen. Ob es so war, weiß ich auch nicht. Sichere den Weg zur Statue. Ah, kommt, okay. Dachte, ich laufe hier alleine. Das tue ich gar nicht, da kommt er. Da sind zwei. Ah, Mist. So. Ja, die beiden waren jetzt nicht so schwierig. Aufpassen, dass sie uns jetzt nicht mehr sehen. Wir müssen uns ein bisschen ranschleichen. Okay. Versuchen es einfach mal. Können wir von hier mal mit einem Fernglas gucken? Ob hier noch irgendwie mehr Gegner sind? Das sieht gut aus. Die Pfeile immer wieder aufsammeln, damit wir die auch nicht verlieren. Sägeblätter sind auch gut zu finden. Hier längs gehen. Was auch immer das war, jetzt wird es weg. Oh.
Oh, schöner Beinschuss. Komm raus und dann von einem Baum. So. Komm mir vor, so ein bisschen wie Robin Hood. Okay. Mist, müssen wir runter. Okay, ja, aber so halt, ne? Egal wie. Du Scheiße, ist da noch ein Bär. Ja, super. Oh nein, das ist doch scheiße. Was ist er denn? Ich rette ihn nochmal schnell hier. Blödes Viech, oder? Ja, ich helfe dir schnell. So, der Bär gehört über mir. Die helfe ich auch noch schnell. Wie sollte man den Bären denn bitte sehr killen mit diesem Pfeil und Bogen? Das war ein Witz. Der war, glaube ich, durch Zufall nur hier. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Warte. So, komm, wir müssen einen anderen Weg. Oh. Ah, so. So kacke. Komm mal, guck noch mal hoch, du kleiner Wichser. Na komm. Hier bin ich. Guck mal hoch. Ah, Mist. So.
Was plündern hier? Was hier ist? Wir plündern alles. Wir sind die Plünderer. Deswegen müssen wir alles wegnehmen, was es hier gibt. Oh, guck mal hier. Zahnräder. Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh, Sünder, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. Okay, machen wir das? Na gut. Müssen wir also probieren, das alleine zu machen. Ist die Frage, machen wir es jetzt oder machen wir es nachher? Also bei der nächsten Folge. Ich finde, wir haben schon sehr viel gemacht heute. Ich glaube, wir sparen es auch für die nächste Folge. Hoffe, ihr seid dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.